Und es geht natürlich mal wieder da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar bei Gothic 1 wollten wir noch mit Joro zu Ende reden. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Dann geh zu ihm und hol dir deine tägliche Ration ab. Wenn du mir alles Sumpfkraut überlässt, das er dir gibt, sind wir im Geschäft. Ich denk drüber nach. So, Moment mal. Also, wir müssen ihm seine Ladung Sumpfkraut holen, die eigentlich uns gehört. Du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Okay, ja. Dann holen wir irgendwann mal seine Ladung ab. Gornadrak. Das ist doch der vor der alten Mine, der die Ladung von der alten Mine abholt. Also das Minecrawler-Sekret, glaube ich, war das. Der Lester. Wenn du die Leiter raufsteigst, dann kommst du zu Kalom, dem Alchemisten. Hier unten steht Fortuno, der Krauthändler. Ich warte hier auf dich. Aber lass dir nicht zu viel Zeit, sonst gehe ich wieder zurück. Okay, da ist also Fortuno. Wir speichern mal wieder. Und reden mit Fortuno. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Du hattest deine Tagesration schon. Wenn du mehr willst, komm morgen wieder. Oder kauf was. Okay. Also... Tritt näher. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Ja, das hatten wir doch schon. Ist hier hinten irgendwie irgendwas? Eigentlich nicht. Dann reden wir doch mal mit Harlock. Okay, der hat uns nichts zu sagen, auch nicht schlecht. Dann gehen wir mal hoch zu Kor'Kalom. Da müsste auch das Rezept für Dexter sein, wenn ich mich noch recht erinnere. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Auch nicht schlecht, ja. Also, so sollten wir uns etwas vorsehen. So, Kor'Kalomi, hallo. Was willst du? Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Hey, ich will aber noch mit dir reden. Was willst du? Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Moment mal. Wir sehen uns. Möge der Schlechte.
Wir speichern jetzt nochmal. Dann sagen wir ihm das, dass jemand ein Rezept will und dann schauen wir mal, wie der reagiert. Was willst du? Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Verdammt. Kann schon sein. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. So, wir speichern jetzt nochmal und dann versuchen wir mal. Kaloms Rezept. Der hat nichts davon mitbekommen, oder was? Was willst du? Okay. Wir sehen uns. So, wir haben also sein Rezept, dann speichern wir gleich nochmal. Klauen die andere Truhe auch noch. Komm, mach wieder Experimente. Perfekt. Der Dietrich ist abgebrochen. Gut, wir müssen nochmal laden. Weil wir haben nur einen Dietrich dabei. So, gleich nochmal versuchen. Hä, die Truhe kann man gar nicht aufmachen. Ja, egal. Dann eben nicht. Aber wir haben auf jeden Fall das Rezept, oder? Kaloms Rezept. Perfekt. Und Lester steht ja immer noch da. Du kannst zwar wieder zurückgehen. Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Baal Namib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. Der Schläfer möge dich behüten. Jawohl, das ist doch schon mal schön. Dann bringen wir wenigstens einen Guru zum Reden. Dann gehen wir jetzt noch... Oh, eine Schmiede. Da arbeiten mehrere gleichzeitig. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Nö. Kaufen will ich erstmal nichts. Kaufen, kaufen. Die wollen immer nur kaufen. Die sind alle so geldgeil hier. Oder Erzbrockengeil. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe, der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden und sie werden klagen und jammern und bereuen, aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben.
Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Wo kann... Ja, verdammt, das hatten wir schon. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Ja, ist ja wundervoll, die sind alle etwas gestört hier. Hier schließe ich mich auf jeden Fall nicht an, ich tue jetzt erstmal so. Dann mache ich ein paar Quests und dann mal schauen. So, hier ist ja auch noch einer. Novize, Novize, Novize. Balkada. Hi, ich bin neu hier. Der will nicht. Dann geben wir jetzt dem einen sein Sumpfkraut. War nicht besonders schlau. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. So, da Joru. Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. Gut. Du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Valkada unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Balkada verkauft Runen und Spruchrollen, aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Okay, wir müssen also eine Schlafrolle finden und einen seiner Zuschauer in Schlaf versetzen. Wir reden nochmal mit Melvin. Okay, der hat nichts mehr zu sagen. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu Lester. Das passiert mir nicht. Und wir machen aber jetzt hier einen kleinen Schnitt. Würde ich sagen, hier ist der große Tempel. Da gehen wir dann im nächsten Part auch noch hin. Deswegen bis dann, also haut rein.